Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Marion von Marions Bastelstübchen. Ich habe heute wieder eine schnelle Weihnachtskarte für euch, weil gerade jetzt ist ja die Zeit, wo einem auffällt, ach Mensch, jetzt brauche ich ja doch noch eine Weihnachtskarte. Und habe ich euch letzte Woche ja schon eine tolle Sache mit Hintergrundgestaltung und Resteverwertung von Designerpapier gezeigt. Heute zeige ich euch, wie ihr mal euer ganzes Washi-Tape, euer Motivklebeband aufbrauchen könnt. Und zwar anhand von dieser Weihnachtskarte. Da ist nämlich das Motiv, also hier dieser Weihnachtshirsch, mit Washi-Tape, sprich mit Motivklebeband gestaltet. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr braucht dazu ein Motiv. Ich habe, wie gesagt, meinen Weihnachtshirsch verwendet. Das ist eine Framelits-Form hier aus diesem Set. Und ich habe den hier gewählt mit dem schönen filigranen Geweih. Was ihr dazu braucht, ist ein Stück festes Papier. Ich habe hier das extra starke Flüsterweiß genommen, das so geformt ist oder so zugeschnitten ist, dass euer Framelit drauf passt. Und jetzt nehme ich mir noch eine Unterlage zur Hand. Hier diese Silikonunterlage aus dem Hauptkatalog, weil ich werde jetzt nämlich dieses Papier komplett mit meinem Motivklebeband bekleben. Das ist hier aus der Kollektion Hüttenzauber. Und dann nehme ich mein Klebeband und klebe das einmal komplett über das Papier in einer x-beliebigen Reihenfolge. Es ist jetzt natürlich hier wunderbar in Weihnachtsfarben gehalten. Ihr könnt euch das Ganze aber natürlich auch in frischen Farben für Geburtstagskarten und sowas vorstellen. Dann könnt ihr das wunderbar umwandeln, zum Beispiel für Blumenmotive oder dergleichen. Geht natürlich genauso. So, jetzt wird einfach dieses ganze Papier, so wie es ist, einmal komplett mit dem Motivklebeband zugeklebt. Ich habe deshalb diese Matte untergelegt, damit mir das Ganze nicht auf meiner Unterlage festklebt, weil von dieser Silikonunterlage kann ich nämlich dieses Klebeband und auch andere Klebstoffe wunderbar ablösen. Jetzt knicke ich das einfach mal nach hinten um. Und hier auf dieses beklebte Papier kommt jetzt mein Framelit Weihnachtshirsch und ich werde das jetzt einmal so durch die Big Shot nudeln. Dann gucken wir mal, wie es geworden ist. Diese kleinen Teile, die kann man mit dem Aufhebhelfer mit der Spitze hier ganz leicht rauspieken. Und durch die Löcher, die hier überall in der Form drin sind, kann man auch mit der Spitze vom Aufhebhelfer das Ganze ein bisschen lockern. Und dann kann man den Hirsch hier vorsichtig aus der Form rausziehen. Und so sieht er aus, unser Kamerad. Schön buntig in den Weihnachtsfarben von dem Motivklebeband Hüttenzauber. Und da wir den jetzt natürlich nicht so nackig durch die Weltgeschichte traben lassen wollen, machen wir noch eine schöne Karte außenrum. Als Grundkarte habe ich Farbkarton in Chili gewählt. Darauf habe ich mir zurechtgeschnitten ein Rechteck in Flüsterweiß. Das hat die Maße 13,8 x 9,5. Das heißt, ich habe es einen Zentimeter kleiner zugeschnitten als das reguläre Kartenmaß. Das Ganze möchte ich jetzt noch verzieren mit einem Prägefolder. Ich nehme hier den mit diesen wunderschönen geschwungenen Muster. Und bevor ich das jetzt durch die Big Shot jage, nehme ich noch meinen Stampin' Spritzer und mache mir hier einfach ein bisschen nass drauf. So habe ich nämlich die Gewissheit, dass mir das Papier beim Durchlaufen durch die Big Shot nicht reißt oder lästige Falten bildet. So, bin gleich wieder da.
So kommt das Ganze jetzt aus der Form raus. Ihr habt hier ein Muster, das zwei verschiedene Seiten hat. Also ihr könnt es einmal im Positiven und auch einmal im Negativen verwenden. Beides gibt einen völlig unterschiedlichen Look, sieht aber auch beides gut aus. Bei dieser Karte habe ich das Negativ verwendet. Das heißt, ihr könnt in diese Swirls hier reingucken. Jetzt machen wir einfach mal spaßeshalber die andere Seite. Und ich werde es dann so rum aufkleben, dass die erhabenen Stellen nach oben zeigen. Aber bevor ich es aufklebe, nehme ich mir noch ein bisschen Band. Ich habe hier einmal das Juteband aus dem Hauptkatalog. Das ist nur noch ein Reststück. Das reicht uns aber völlig. Und zwar brauche ich ja nur die Länge, dass ich hier einmal über die Karte drüber komme. Das heißt, ich schneide es hier ab. Ich habe jetzt von beiden Seiten her so ein bisschen schräg geschnitten. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mit der Schere diese durchsichtigen Zwischenfäden, die da immer zwischen den Jute-Schnüren eingewebt sind, um diese einzelnen Jute-Streifen zusammenzuhalten, die schneide ich auseinander. Das hat dann nämlich den Effekt, dass sich die einzelnen Fäden hier bewegen können. Und das Ganze nicht so steif wirkt. Das klebe ich jetzt mit einem Stück von dem roten Klebeband fest. Und ich mache das nur an der unteren Kante. Hier mittig so ein bisschen. Und auch hier beim Abziehen von dieser Folie hilft mir der Aufhebhelfer gut. Ich kann nämlich mit der Spitze hier reinfahren und kann dieses rote Trägerpapier abziehen. Gerade bei Bändern und Sachen, die sich so schön elastisch drücken lassen, ist es immer schwierig, mit den Fingern dieses Band abzukriegen. Ich orientiere mich jetzt so ein bisschen in den unteren Bereich. Klebe da mein Band fest. Natürlich wäre es schön gewesen, ich hätte das gegengleich abgeschnitten, so wie hier, aber das habe ich jetzt verbaselt. Aber egal, es gibt ja beim Basteln kein richtig oder falsch. Ich betone das ja immer wieder und deswegen habe ich das genau richtig gemacht. Jetzt habe ich hier noch das Band, das ist Vanillefarben mit Goldkante. Das ist auch aus dem Hauptkatalog und das gibt es auch in Weiß mit Silberkante. Da könnt ihr wieder aussuchen, was ihr gerne benutzen möchtet. Und ich möchte damit einen Schleifenknoten, hier so ein Knötchen machen. Das Band dann hinten hinter dieser weißen Kachel befestigen. Ich könnte das jetzt einmal komplett rumwickeln und eine Schleife binden. Das ist mir aber immer zu viel Bandverbrauch. Deswegen habe ich meine eigene Methodik dafür entwickelt. Ich mache das einmal komplett hier rum, damit ich die Länge weiß und schneide es dann ab. Und jetzt mache ich zuerst meinen Knoten rein. Die Enden schneide ich auch hier wieder schräg zu. Das ist gut, wenn man eine schön scharfe Schere hat, also zum Beispiel hier die Papierschere von Stampin' Up. Die ist schön scharf und schneidet bis in die Spitze. Und damit kann man solche Bänder sehr gut zuschneiden. Jetzt überlege ich mir, wo soll der Knoten sitzen. Der soll etwas außerhalb der Mitte sitzen, ungefähr hier. Dann ziehe ich hier ein bisschen rüber, damit ich noch Platz habe, um das hinten umzukleben. Die Stelle hier merke ich mir und schneide mein Band hier ab. Mit einem Mini-Klebepunkt kann ich meinen Knoten jetzt an genau der Stelle fixieren, wo ich ihn haben möchte. Wir hatten ja gesagt, so ein bisschen außerhalb der Mitte. Und jetzt habe ich hier auf beiden Seiten noch Überstand am Band und kann das damit locker nach hinten umklappen. Ihr könnt es hinten mit Klebefilm festmachen. Ihr könnt aber auch wieder ein Stückchen von dem doppelseitigen Klebeband benutzen.
Und dann kleben wir beide Seiten von dem Band nach hinten um. Und fertig ist die Schleifchenverzierung. Um meinen Hirsch hier noch ein bisschen besser in Szene zu setzen, habe ich ihm noch einen Kreis drunter gegeben. Das ist auch flüsterweißer Farbkarton, den ich hier mit den Stickmuster-Framelits mit dem Kreis ausgestanzt habe. Und bevor der Hirsch drauf kommt, machen wir noch unseren Weihnachtsgruß hin. Dafür habe ich das Stempelset Weihnachtliche Vielfalt wieder benutzt. Und zwar habe ich dieses Frohe gestempelt und das Weihnachten. Und ich habe festgestellt, dass das Frohe genau hier auf die Rückenaussparung von meinem Hirsch passt. Das ist doch mal wieder phänomenal. Deswegen stempel ich das zuerst. Auch hier in Chili, passend zu meiner Grundkarte. Und wer Frohe sagt, muss auch Weihnachten sagen. Das ist ein altbekanntes Sprichwort. Dafür nehme ich mir einen Streifen, einen Reststreifen in Granit. Und das Stempelkissen in Gartengrün. Gartengrün ist auch hier eine Farbe aus meinem Motivklebeband. Und damit stempel ich jetzt mein Weihnachten. Das ist hier nur ein Reststreifen, also der ist ein bisschen mehr als ein Zentimeter breit. Ich rutsche mal gerade, damit ich sehen kann, wo ich hinstempel. So. Den Streifen kappe ich jetzt direkt hinter der Schrift einfach ab. Und jetzt überlege ich mir, wie ich das Ganze drapieren möchte. Ich möchte also den Hirsch hier so, dass das Frohe hier durchguckt. Und dann hätte ich... Seht ihr, wie genau das passt? Das ist doch, also ich finde sowas grandios. Das Weihnachten klebe ich jetzt hier unten fest. Und zwar direkt auf dem Kreis, damit der Hirsch dann, wenn ich Dimensionals benutze, so richtig in den Vordergrund kommt. Deswegen klebe ich jetzt hier mit meinem Snail nur ein kleines bisschen in der Mitte. Dann halte ich es nochmal zusammen. Und möchte das Weihnachten dann hier haben. So, und wie gesagt, der Hirsch kommt jetzt in die freie Fläche in die Mitte mit Dimensionals. Das sind ja diese mega genialen Abstandspads. Da kriegt er jetzt von mir einfach mal eins auf den Bauch. Weil ich glaube, der Kopf ist schon außerhalb vom Bild, aber am Hals könnte man eben noch was verpassen. Und als Resteverwertung immer wieder gut, wenn ihr auch die Ränder von diesen Dimensional Packs einfach dann in Streifen schneidet und euch dahin setzt, wo ihr es haben wollt. So, und mein Motiv mit Hirsch ist fertig. Jetzt merke ich hier, dass der Bubbis ein bisschen hoch steht. Ich als Perfektionist finde sowas ja immer ganz schlimm. Das muss sofort, muss da was unternommen werden. Und wenn ihr nachträglich noch irgendwo ein Dimensional drunter schieben wollt, dann hilft euch auch der altbekannte Aufhebhelfer. Der hat ja auf der Gegenseite von der Spitze hat er einen Spatel. Und mit diesem Spatel kann ich hier jetzt ein Dimensional drunter schieben. Ich klebe das einfach mal auf einer Seite am Spatel fest, ziehe die zweite Folie ab und schiebe das dem Hirsch dann unter den Hintern und ziehe meinen Spatel wieder raus. So. Fertig. Jetzt gefällt er mir schon viel besser. Und den legen wir auch mal auf die Seite. Der kommt dann nachher hier so drauf. So, bevor ich meine ganze Karte zusammenbaue, stanze ich mir noch ein bisschen Grünzeug. Wir haben ja hier im Weihnachtskatalog diese geniale Stanze Zierzweig, die jetzt zu Weihnachten bei mir auf fast jedem Teil drauf ist. In welcher Farbe auch immer. Ich habe hier Farbkarton in Gartengrün, passend zu meinem Stempelkissen und meinem Motivklebeband. Und werde mir da erstmal zwei Zweige ausstanzen. Die verfeine ich mir jetzt noch ein bisschen. So sind sie mir zu langweilig. Ich mache da jetzt ein richtig schönes Mistelzweigbüschel draus. Ich schneide die erstmal in der Mitte auseinander.
Und dann klebe ich die wieder neu zusammen. Dafür nehme ich auch wieder hier meine Klebepunkte und mache mir erstmal so ungefähr einen Plan, wie ich die dann zusammen haben möchte. Und setze die Klebepunkte dann immer jeweils auf diese dicken Teile. Also hier zum Beispiel diese Blätter. Und klebe die, oh, die kleben wirklich gut. Und klebt die hier erstmal übereinander. Wer jetzt Angst hat, dass er auf der Unterlage festklebt, der kann natürlich auch hier eine Silikonunterlage zu Hilfe nehmen. Aber ich denke, ich kriege das so auch hin. Und den anderen klebe ich weiter unten fest, auch wieder am Blatt. So, und den hier drapieren wir jetzt noch ein bisschen weiter nach unten. Dann habe ich hier so einen richtig schönen großen Zweig. So, genau. Sieht doch jetzt ganz anders aus wie aus der Stanze. So kann man hier ein bisschen variieren. So, dann setzen wir unsere Karte zusammen. Hierfür nehme ich ein bisschen Mehrzweckflüssigkleber. Den verteile ich hier einmal am Rand. Die Bänder klebe ich auch immer gerne nochmal mit ein. Und dann sollte das passen. Das Schöne ist ja, dass wir noch ein bisschen schieben können. Das heißt, der Rand außenrum sollte natürlich schön gleichmäßig sein. Und wenn es dann passt, dann drücke ich das Ganze fest. Man kann es auch aufklappen und kann von innen dagegen rubbeln. Aber natürlich nicht so fest, dass wir das Muster jetzt wieder rausdrücken aus dem vorher hineingeprägten. Und auch hier gilt natürlich, wenn euch das Band hier zu sehr schlackert, dann nehmt den Aufhebhelfer und einen Klebepunkt und befestigt euch das noch ein bisschen. So, dann mache ich erstmal hier meinen Zweig fest. Den möchte ich gerne hier noch so unter dieses Bändchen, unter den Knoten hier so rausragen lassen. Dazu nehme ich am besten auch wieder ein paar Klebepunkte, die ich hier an die dicken Stellen setze. Das eine Eck hier, das schneide ich jetzt mal weg. So, jetzt gefällt es mir besser. Und jetzt kommt der Hirsch drauf. Der Hirsch bekommt hinten auf seinen Kreis auch wieder Dimensionals. Und dann setzen wir den hier ganz prominent auf die Karte. Als besonderen Hingucker habe ich euch hier noch rote Strasssteinchen mitgebracht. Das ist der Strassschmuck in Glutrot. Und damit machen wir uns jetzt auf unserem Mistelzweig noch ein paar Beeren. Ich nehme hierfür auch den Aufhebhelfer. Und setze da jetzt mal die berühmte Dreierkombination drauf. Und ihr seht gleich, wie sich das Ganze nochmal von der Optik her richtig schön wandelt. Hier machen wir auch nochmal welche drauf. Das ist also wirklich der Hingucker. So, ich denke, so passt das. Und fertig ist unsere Weihnachtskarte,
mit Motivgestaltung mit Klebeband. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Natürlich könnt ihr alles, was ihr gesehen habt, bei mir bestellen. Und ich empfehle euch, Sachen aus dem Herbst-Winter-Katalog jetzt möglichst bald zu bestellen, weil der Ausverkauf schon begonnen hat. Und alles, was weg ist, ist dann auch wirklich weg. Von daher, ich wünsche euch ein schönes Adventswochenende, eine gute Woche und wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder. Bis dahin, tschüss, eure Marion.